Hallo Freunde und willkommen. Heute haben wir hier ein Aeronet der 3500er Serie. Das ist ein Gerät von Cisco. Die genaue Bezeichnung in meinem konkreten Fall hier ist AirCap 3502i EK9. Die finden wir hier auf der Rückseite. Ja, das ist einfach ein Wireless-Gerät, das zwei Betriebsmodis hat, und zwar Autonomous und Lightweight. Autonomous bedeutet, dass es als eigenständiges Access Point arbeitet. Es ist also für kleinere oder einzelne Standorte, kleinere Büros oder vielleicht für den Heimnetzwerk eben zu empfehlen. Und der Lightweight-Modus, also der leichte Modus sozusagen, das ist im Prinzip auch ein Access Point. Allerdings muss dieser mit ja einem Controller verbunden werden. Es ist also quasi ein Teil des Netzwerkes, ja, der eben über einen WLAN-Controller gesteuert oder verwaltet wird. Ohne diese WLAN-Controller können wir mit dem Gerät nicht sehr viel anfangen, wenn es eben in den sogenannten Lightweight-Modus läuft. Ja, ob wir es nun gebraucht oder neu gekauft haben, das spielt keine Rolle, wenn es in dieses Lightweight-Modus ausgeliefert wurde. Wenn wir also so ein Gerät beispielsweise für unser Heimnetz als Access Point einrichten wollen, sollte es eben in den Autonomous-Modus laufen. Ja, also diese Lightweight Access Points, die sind eigentlich für sehr große Büros meinetwegen oder wenn diese an mehrere Standorte einzurichten sind, gedacht. Ja, ich glaube, als Faustformel gilt da einfach, wenn mehr als drei Zugriffspunkte benötigt werden, sei es lokal oder remote, dann greift man eben zu dieser zweiten Lösung hier. Und genau, nun habe ich mich schon wieder verquatscht hier. Was ich euch jetzt zeigen will, ist, wie wir das Gerät von einem Lightweight Access Point in ein autonomes, also ein eigenständiges Access Point umwandeln können für ein kleines Büro oder für unser Heimnetzwerk oder was auch immer. Und nun aber auf die eigentliche Arbeit. Als Vorbereitung brauchen wir zuerst einmal die richtige Image für unser Gerät hier natürlich. In meinem Fall ist das diese hier. Die habe ich schon heruntergeladen. Die Image bzw. auch eine Hilfestellung, welche Image für unser Gerät vielleicht die richtige ist, das finden wir alles am besten direkt auf der offiziellen Seite vom Cisco. Weitere Infos findet ihr über die Links unterm Video auch. Dann brauchen wir einen TFTP-Server, der natürlich im gleichen Netz laufen muss. Ich habe hier beispielsweise OpenTFTP am Laufen. Es ist kostenlos und sehr schnell und einfach eingerichtet. Ja, ich starte das jetzt einfach mal hier. Die Image muss dann auch hochgeladen werden, beziehungsweise in den richtigen Verzeichnis auf dem Server bereitgestellt werden. Das ist jetzt die IP-Adresse von meinem TFTP-Server. Und hier ist der Pfad zu meiner Image. Dann brauchen wir noch PuTTY. Das ist ein klitzekleines kostenloses Programm, womit wir die Verbindung zum unserem Access Point herstellen. Und zwar über die serielle Schnittstelle natürlich. Das Gerät muss spätestens jetzt über den Konsolenkabel mit unserem PC oder Laptop verbunden sein. Und schon können wir ja das Gerät anschließen bzw. starten. Erstmal ganz normal, ja, den Access Point. Und wenn der jetzt ja hochgefahren ist, melden wir uns zuerst einmal an. Ich mache mal vielleicht die Schrift hier ein bisschen größer, damit man hoffentlich besser sehen kann. Genau, dann melden wir uns einfach an mit unserem Benutzername und Passwort. Standardmäßig ist Cisco Cisco mit großem C vorne weg und enablen vielleicht nochmal das Passwort. Genau, und wenn wir uns jetzt unsere Flash-Speicherkarte
Speicher hier anschauen. Dann sehen wir, wir haben hier ein paar Files hier. Genau, das ist jetzt die Image, die aktuell drauf ist. K9W8, genau, das ist sogenannte Lightweight. Dann haben wir hier nochmal Private Multiple Files und hier die env underline vars. Diese beiden Dateien, die müssen gelöscht werden. Ich schaue nochmal ganz kurz. AP3G1543, okay, das ist die Image. Okay, genau, wir müssen jetzt die beiden Dateien da erstmal löschen mit dem Delete. Ich gucke nochmal ganz schnell, genau, die beiden. Und zwar mit Delete Flash Doppelpunkt Private Multiple Files. Ja, wollen wir. Enter, Enter. Und dann noch die Delete Flash Doppelpunkt env underline vars hier. Nochmal bestätigen. Jawohl. Und schon sind sie gelöscht. Genau, jetzt haben wir nur noch die Image drauf und dieser Config-Text da, die kann drauf bleiben erstmal meinetwegen. Beziehungsweise, ja, genau. Also an der Stelle können wir jetzt den Router beziehungsweise unseren Access Point hier neu starten beziehungsweise ausschalten und wieder einschalten. Allerdings, bevor wir das einschalten, einfach den Mode-Button drücken und gedrückt halten. Und zwar so lange, bis die LED-Lampe am Gerät stabil rot leuchtet. Ja, ganz wichtig, damit das funktioniert. Ja, einfach noch ein bisschen halten und genau, wenn sie jetzt gleich stabil rot leuchtet, dann können wir den Button loslassen. Und hier haben wir jetzt genau ein paar Hinweise quasi, was da einzustellen ist. Wir müssen jetzt, das ist ein sogenannter Recovery-Modus, so eine Art. Wir müssen jetzt ja die IP-Adresse und alles hier anpassen, je nach, also für unser Netzwerk eben. Und zwar mit Set-IP-Adresse, also Set-Underline-IP-Adresse. Die 19 vielleicht müsste passen bei mir jetzt hier in dem Fall. Dann den Default-Router, dann nehme ich jetzt einfach die, genau, die IP-Adresse von meinem TFTP-Server. Die 13 war das, genau, ja. Und jetzt können wir nochmal nachschauen hier mit Setnetmaske, stimmt alles. Wir müssen jetzt vielleicht nochmal, was war das noch? Ethernet initialisieren. Set init underline, wie war das jetzt? Ether TFTP, genau, init. Damit wir eine Verbindung herstellen können, quasi zum unserem TFTP-Server. Die Befehle, die findet hier auch unterm Video nach hier alles. In, genau, Ether init. Das hatten wir ja schon. TFTP wollten wir jetzt. Und Enter. Wir können nochmal mit Set einfach nochmal checken, es scheint alles richtig zu sein. Was wir jetzt machen müssen, ist einfach die Image auf unserer Flash-Speicher hier extrahieren. Und zwar vom TFTP-Server hier mit dem tar-Befehl. Ja, das ist eine tar-Datei auch. Tar-Extract, dann TFTP, Doppelpunkt, Slash, Slash und den Pfad zu unserer Image hier. Komplett, das muss alles genau stimmen, sonst klappt das ja nicht. AP3G1 war das. Genau. Minus K9W7. K9W7.tar. Und das wollen wir hier alles auf unserer Flash-Speicher hier Doppelpunkt auspacken. Das müsste jetzt stimmen. Wenn wir jetzt einfach Enter drücken, genau, das sollte passen, denke ich jedenfalls. Und schon bekommen wir hier Permission denied.
Genau, das liegt jetzt aber nicht an den DFTP-Server, denn die Anfrage ist erst gar nicht angekommen, sonst würden wir da was sehen. Wir gucken mal, was hier. Ah, genau. Wir haben da verkehrt rum. Genau, einfach nochmal DFTP eingeben und Enter und schon ist jetzt die DFTP-File, also der Dienst initialisiert quasi. Jetzt können wir die Zeile im Prinzip nochmal kopieren und einfügen. Das passt ihm irgendwie immer noch nicht so richtig. Ich denke. Ja, ich schreibe das jetzt einfach noch mal. Und Tadextract, okay. Irgendwas passt da nicht. Ich schreibe jetzt noch mal richtig. Tar-Extract, TFTP, Doppelpunkt 1, 9, 2. 6, 6, 5, 1, 3, slash Cisco AP. Also das ist jetzt der Pfad zu meinem, zu der Image auf meinem Server hier, TFTP. Bei euch, den muss hier natürlich dementsprechend anpassen. Und ein slash zu viel. Upsala, jetzt habe ich hier. Okay, nochmal, aber jetzt ist aber gut hier. Extract TFTP, Doppelpunkt, slash, slash, 1, 9, 2, Punkt, also ich sag's, 1, 9, 3, Cisco, AP, zack, und jetzt die Image. AP3, G1 war das, minus W7, minus tar, Punkt, 1, 3, minus 3. Und ich hätte 1.7.tar, genau, und das wollen wir alles nach Flash hier auf unserer Flash-Speicher auspacken, ja, Flash-Doppelpunkt. Und jetzt müsste es aber gut sein hier, genau, schon geht das hier los, das wird jetzt, die Image wird jetzt hier vom TFTP-Server auf den Flash-Speicher extrahiert. Das dauert eine ganze Weile, vielleicht je nachdem, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Minuten vielleicht sogar. Das müssen wir jetzt geduldig abwarten, dass es alles sauber ausgepackt wird hier. Wir müssen das jetzt so mit dem Tar-Befehl halt auspacken, ja, mit dem Copy funktioniert das natürlich nicht hier. Die Dateien müssen alle hier richtig ausgepackt werden. Genau, also die Befehle, da ist der Quest, okay, das läuft alles. Die Befehle, die findet ihr unter dem Video und andere Links, ja, über, ja, mit mehreren Infos, mit dem iOS hier vom Cisco. Ich denke, ich drücke jetzt mal kurz Pause, bis das jetzt hier durch ist und bin dann gleich wieder da. Das ist jetzt, wie gesagt, 10, 15 Minuten vielleicht. Im Real Life quasi. Und genau, wenn das jetzt durch ist, bei mir hat jetzt so um die 16 Minuten ziemlich genau gedauert. Wir schauen jetzt hier mit dir Flash Doppelpunkt Slash einmal auf unserer Flash-Speicher drauf. Und hier haben wir schon unsere neue Image quasi. Die K9 W7. Die alte ist ja auch noch drauf. Jetzt müssen wir die Bootvariable anpassen, sozusagen. Ja, beziehungsweise, ja, den, unserem Device sagen, woher er booten soll, nämlich von der neuen Image hier. Allerdings denke ich, dass hier was fällt. Ja, das machen wir mit Set Boot Flash Doppelpunkt Slash, würde ich sagen. Und dann einfach den Image hier, den Ordner einmal, das, und dann die Image dahinter quasi. Also die Ordnername und die Image mit dem Slash getrennt hier einfach angeben, Enter. Wir können nochmal überprüfen hier, Boot Flash, neue Ordner, neue Image quasi. Das sollte passen. Genau. Und jetzt einfach Boot eingeben und Enter und schon rebootet jetzt unser Device hier und lädt hoffentlich, wenn wir alles richtig gemacht haben, die neue,
Image hier, also von dem Flash-Speicher hier, den FTP-Server brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Ich schließe oder minimiere das mal. Und das dauert jetzt hier wieder ein paar Sekunden natürlich, bis der jetzt hochgefahren ist. Wir gucken mal, irgendwelche Hinweise. Genau, Loading Flash K9W7. Das sieht gut aus. Ja, also die neue Image, die wir gerade darauf gespielt haben, sozusagen, die wird jetzt geladen für unseren, ja, Access Point hier, autonomes Access Point. Und wenn das jetzt hier wieder durch ist, das dauert leider alles ein bisschen, da muss man durch halt. Und genau, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus hier. Wir sehen, dass die Image hier die richtige geladen wurde, beziehungsweise wird, ist noch dabei. Hier haben wir unsere Interfaces schon, die hat ja jetzt quasi erkannt. Und ja, gleich ist es durch hier, hoffentlich. Zack, zack, zack. Genau, jetzt können wir uns, denke ich, schon anmelden, die BVI, okay. DHCP, der hat schon eine Adresse hier, eine IP-Adresse gefunden. Wir schauen noch mal kurz nach hier. Und zwar die AP3G1 K9W7 153. Okay, das sieht gut aus. Ja, das hat funktioniert. Und jetzt können wir uns wieder, ja, einfach anmelden hier mit Cisco, Cisco mit großer C vorne. Und wenn wir jetzt hier unsere Flash-Speicher anschauen, sehen wir die neue Image hier drauf, beziehungsweise beide sind jetzt drauf. Und jetzt können wir unsere Interfaces und unseren Access Point konfigurieren, je nach Wunsch und Bedarf. Ich gucke noch mal ganz kurz. Wie war das jetzt hier? IP-Interfaces, Interface. Genau, jetzt sehen wir hier die IP-Adresse. Okay, die beiden, dieses, ja, dort 11 Radio 0, das ist die 2,4 GHz. Und die 1 ist die 5 GHz Interface. Die sind allerdings erst einmal unassigned und down. Ja, die müssen wir erstmal hochfahren. Das, beziehungsweise wir können das auch über die, wir haben jetzt hier eine Webinterface hier. Wir können auch darüber konfigurieren. Ist vielleicht sogar ein bisschen mühsamer, weil das immer so lange dauert, bis das alles geladen wird. Wir gucken mal ganz schnell die IP-Adresse hier 192. Wie war das? Die 19, denke ich. Zack. Upsala. Schau mal. Ja, das sollte passen eigentlich. Genau. Das dauert alles noch ein bisschen. Irgendwie. Die 19 ist richtig, aber. Ah, okay, da ist ja schon unsere Anmeldung quasi. Benutzername ist hier Cisco, das können wir aber freilassen. Einfach Passwort Cisco mit großem C hier eingeben. Und schon kommen wir jetzt hier auf dem Web-Interface drauf. Und als erstes sollten wir natürlich das Passwort ändern hier, wenn wir das irgendwie produktiv anwenden. Die FTP-Server kann weg. Zack. Okay, das, also über die Webinterface hier, das dauert, das ist normal, das dauert ein bisschen, es wird immer ziemlich langsam geladen. Hier, wir sehen jetzt hier unsere Interfaces, ja, wir haben die IP-Adresse, das ist die Ethernet hier, die Gigabit Ethernet, die ist in Ordnung. Und hier haben wir die beiden WLAN-Interfaces. Einmal die 2,4. Das können wir jetzt hier über Network, also Easy Setup, Network Configuration, beziehungsweise, okay, jetzt habe ich schon geklickt. Ups. Was ist denn das jetzt hier? Gucken wir mal ganz kurz. Das nervt hier.
Ja, also wir können jetzt einfach nach Wunsch und Bedarf über die, ja, Webinterface hier, ich habe das jetzt mir weggeschossen, konfigurieren, Interfaces, hochfahren, feste IP-Adresse und so weiter, je nachdem. Sinn dieses Videos war jetzt einfach mal dieses Lightweight in ein autonomes Access Point zu umwandeln. Das haben wir ja gemacht. Hat funktioniert. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Like und ein Abo. Freue ich mich natürlich auch. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.